Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute das Liebesaus bei Tomalla und Karius. Pikante Fotos sind aufgetaucht. Ja, erstmal sehen wir ein Bild aus gemeinsamen Tagen von Sophia Tomalla und Loris Karius bei einer Veranstaltung im Jahre 2009. Aber angeblich, so wird es zumindest gemunkelt, sind Loris Karius und Sophia Tomalla kein Paar mehr. Man habe sich auseinander gelebt, teilte der Fußballer angeblich mit. Zuvor waren auch schon pikante Fotos des 27-Jährigen mit einer unbekannten Frau aufgetaucht. Ja, gestern sind die Fotos dann von Loris Karius aufgetaucht und daraufhin sagt er auch in einem Interview, dass ihm gestern die Fotos aus dem Urlaub auch zugespielt worden sind. Das heißt, dass das Ganze dann auch öffentlich geworden ist. Und dann hat er dazu gesagt, es ist leider wahr, dass wir uns schon länger auseinandergelebt haben. Dass es nun so auseinandergeht, das tut mir leid und dafür möchte ich mich entschuldigen, sagte Karius. Tomalla sagte dazu, auch ich habe die Bilder gesehen, natürlich. Dazu gibt es nur eines zu sagen, wir sind getrennte Leute. Ja, vor ein paar Monaten war das Paar tatsächlich noch gemeinsam in Griechenland. Gegenüber der Bild-Zeitung sagte Tomalla dann noch, er kann ab jetzt machen, was er möchte. Das ist natürlich selbstverständlich. Auf den Bildern sieht man übrigens Karius auf einer Yacht mit einer unbekannten Frau. Auf diesen Bildern werden dann noch einige Zärtlichkeiten ausgetauscht, aber das Ganze gehört natürlich eher zu diesen heikleren Details. Ja, Karius musste ja zeitweise mit Tomalla, das klingt so schlimm, in die Türkei ziehen, weil der Keeper vom FC Liverpool an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen war, zuletzt dann in Union Berlin. Er konnte auf den Rasen stehen für den Hauptstadtclub, aber konnte sich dort auch nicht durchsetzen. Ja, im Februar 2020 hatte tatsächlich schon die türkische Presse von einem Liebesaus berichtet. Vielleicht hatten sie ja ein paar Insider-Informationen. Damals sagte aber Sophia Tomalla noch, der ein oder andere Sportjournalist ist manchmal einfallsreicher als ein Redakteur einer Daily Soap. Ja, jetzt würde sie das Ganze vielleicht revidieren. Ja, vor Karius war Tomalla ja mit der Rammstein-Legende Till Lindemann zusammen. So, was sagt ihr zum Liebesaus zwischen Tomalla und Karius? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.